Und schon stand ich wieder arbeitslos auf der Straße, ja, und fuhr nach Berlin zu meinem Freund Andy Effendi, der hieß eigentlich Andreas, aber es war sein Künstlername, weil er hatte immer viele gute Ideen und so. Und dann war ich bei ihm und neben seinem Gästebett fand ich so einen Stapel von DIN A4 Blättern und da war eine Geschichte, eine türkische Geschichte und es schneite nachts und ich las das und war komplett gebannt von dieser Geschichte und ich konnte es gar nicht so richtig verstehen, weil mit jedem Satz war das so, als wenn ich mit jedem Satz die Geschichte wiedererkenne. Also die Sätze fielen praktisch wie Schleier von einer Geschichte, die ich kannte, obwohl ich sie gar nicht kannte. Und ich habe die so in mich hineingefressen. Ich habe gedacht, mein Gott, da war ich so 30, 32, ich habe gedacht, das ist mein Ticket nach Hollywood. Ne? Daraus mache ich einen Film. Ja, mein Gott hat Hollywood Glück, ne? weil auf einer anderen Ebene Swami Vivekananda, ein sehr großer indischer Philosoph, der hat mal gesagt, die Menschheit ist überhaupt noch nicht geboren. Die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von blutigen Geburtswehen. Der wahre Mensch wird noch geboren. Und so ähnlich sah ich das auch. Hollywood hat nur geübt, die ganze Zeit nur geübt, ja, bis ich da mit meinem Stoff herkomme. Ne? Die Märchenerzähler. Und das war so im Kopf so drin. Und dann fing das an, dass ich das halt Leuten erzählte. Und die Leute das sofort glaubten. Und wie gesagt, mir entweder ihr Herz schenken oder mir ihr Geld. Ne? Und lernte ich eine Frau kennen, auf die war ich unheimlich scharf. Und dann habe ich gedacht, gut, das wird mal minutiös geplant. Ja. Und habe sie dann bei Erdbeereis und Sahne, in einer Eisdiele, habe ich ihr erstmal das Märchen erzählt. Dann stand vor der Tür mein BMW, ne? Silbergrau, ja? Tolle Musikanlage drin, da reingesetzt, dann in Hamburg, ne? In Freihafen gefahren, über die Kölbrandbrücke, das ist extrem romantisch, bei gutem Wetter, also bei Sternenhimmel. Und die schlingt sich wie so ein Band über diesen ganzen Freihafen, unten sind so Schiffe schlafen und Kräne bewachen sie und dann Prinz und Purple Rain, ja, und die Braut daneben und dann raus aus dem Freihafen und über den Kiez in meine Lieblingsbar und Champagner und dann zu mir nach Haus und dann habe ich das ganze Tao Te King der Liebe, die alten Chinesen mit den ganzen Tricks, ne, die so drauf haben, ja. Nur drei Tricks, also während des Liebesspiels sich immer hier aufs dritte Auge sehr stark konzentrieren, ne. Und dann auch, wenn das nicht ganz funktioniert, schön immer im Atem konzentriert sein, ein- und ausatmen. Und wenn das noch nicht reicht, die Fußzehen so spreizen, so stark wie möglich, ja. Damit kann man den Orgasmus vielleicht eine Minute verzögern oder so. Also mit allen Tricks gearbeitet und als wir dann nachher so in den Laken lagen, da sagte sie, du mal, das hättest du ja alles sparen können, ja. Weil verliebt habe ich mich schon beim Märchen, ne.